Fall Nummer 2. Die DSL Bank IT zieht um. Was stand aber auf Seite 2 dieses Anschreibens, was anscheinend jeder DSL Bank Kunde bekommen hat? Ist das vielleicht der letzte Versuch, nochmal richtig Geld zu verdienen? Herzlich willkommen bei Über Geld spricht man nicht, wir schon. Ja, und in der letzten Folge haben wir darüber berichtet, was bei der Postbank passiert. Die DSL Bank ist ebenfalls wie die Postbank mittlerweile Teil der Deutschen Bank. Und auch die hat, die DSL Bank, ihre IT zur Deutschen Bank bewegt. So. Vor circa einem Monat erhielten wir die Anfrage einer Klientin von uns. Sie hatte von der DSL Bank so ein Schreiben erhalten, was ihr extrem komisch vorkam. Und wir sollten noch einmal darauf schauen. Unsere Klientin hatte recht. Was sich die Banken und vor allem wieder unsere Lieblingsbank mit den drei Buchstaben gehörig zur Postbank und die wiederum gehörig zur Blauen Bank ausdenken, um unser Geld, ja, ich sag's jetzt mal hart, abzuzocken, erfährst du in dem heutigen Video. Unsere Klientin hat bei dieser Drei-Buchstaben-Bank eine Baufinanzierung abgeschlossen, schon vor zig Jahren. Und dieses Darlehen hatte eben keine Zinsbindungsfrist, ja, war also ein variables Darlehen, ein sogenanntes Euribor-Darlehen. Und das lief die letzten Jahre alles prima und so weiter, war auch klasse, auch trotz ihres fortgeschrittenen Alters, sie ist immerhin, ich meine 82 oder 83, hatte sie also überhaupt kein Problem damit, dass die Zinsen eben schwanken, dass es mal hochging, dass es mal runterging, die Abbuchungen mal höher, mal niedriger waren. So, das kannte sie, alle drei Monate wurde das Zinsniveau entsprechend angepasst an den drei Monats Euribor. Dazu kannst du dir nochmal ein altes Video von mir angucken, habe ich schon vor über 10 Jahren aufgenommen. Ich verlinke das hier. So, im Juni erhält sie nun ein Schreiben mit der Überschrift "Unsere IT zieht um". Auf den ersten Blick harmlos, auch ich hatte einen solchen Brief von der Postbank erhalten. Beide Banken werden jetzt auch systemtechnisch eben der Deutschen Bank eingegliedert, gehören aber bereits seit langem zu dieser großen blauen Bank. Auf der zweiten Seite kam dann der Hammer. Hier stand Anpassung der Zinsänderungsklausel. Also es war in dieses Schreiben so ein bisschen verpackt. Tatsächlich ändert die DSL Bank jetzt für die Darlehen mit variablem Zins den Bezugszins, also die Orientierungsgröße. Statt wie beim 3-Monats-Euribor, wie der Name schon sagt, alle 3 Monate der Zins angepasst wird, sagt sie jetzt einfach, och, wir passen das jetzt sofort an den EZB-Leitzins als entsprechenden Referenzzins. Und dieser soll dann laut DSL-Bank eben schon alle 2 Monate geändert werden. Nur ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, denn der EZB-Zins ging ja nun die letzten Wochen und Monate permanent nach oben. Zitat, es werden hierbei nur Änderungen größer als 0,2 Prozentpunkte weitergegeben. Hört sich erstmal gut an. Bitte unterschreiben Sie und senden uns Ihr Einverständnis bis zum 31.07.2023 zurück. Zitat Ende. Der EZB-Zinssatz ist derjenige Zins, ne, wie gesagt, der ja mal wieder in aller Munde ist und mit großer Regelmäßigkeit um 0,25 Prozentpunkte angepasst wird, natürlich nach oben. Alles, um der Inflation entgegenzuwirken. Von diesem Kuchen will die DSL-Bank jetzt ein noch größeres Stück abhaben. Erstens. Es hat sich gezeigt, dass die EZB in der Regel um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Die DSL-Bank kann also zweitens in jedem Fall die Zinsen erhöhen, und zwar alle 2 statt eben wie bisher nur alle 3 Monate. Statt 4 Erhöhungen im Jahr sind es jetzt bis zu 6 Erhöhungen pro Jahr. Und drittens, ganz wichtig, der EZB-Zins liegt höher als der Euribor-Zinssatz bei aktuell um die 4,0% statt 3,6%. Viele Anwälte und auch die Verbraucherzentrale raten den Kunden ab, zu unterschreiben. Achtung, auch Kunden mit Festzinsdarlehen erhielten dieses Schreiben für die Zeit nach Ablauf der Zinsverschreibung. So kann man die Kunden natürlich auch zwingen, ein neues Darlehen mit festen Konditionen abzuschließen. Wohl wissend, dass bei anderen Banken nicht unbedingt bessere Konditionen zu erwarten sind. Ja, falls du es noch nicht weißt, mein Name ist Ralf Schütt. Meine Mission ist es, die Deutschen in Sachen Finanzen, Immobilien und Geld so fit zu machen, dass sie nie wieder einen Bankberater oder Finanzberater brauchen. Dazu gehört als
erster Schritt immer die Aufklärung, die Information. Ja, das erfordert etwas Zeit, das stimmt. Sollten Sie ein DSL-Darlehen haben, kontaktieren Sie mich gerne und wir schauen, was wir für Sie tun können. Du möchtest zukünftig mehr Wahrheit im Bereich Finanzen? Abonniere meinen Kanal und schalt in der nächsten Woche wieder ein, wenn es um das Thema geht, über Geld spricht man nicht, wir schon. Alles Gute, dein Ralf.